Ja, glatt. Mein Gott! Also heute möchte ich wieder alles zusammenrackern, was der Bauer gestern versoffen hat. Kathi! Ja, zerspring! Da heirat mein Schatz und was hab nachher die? Dann hab ich ein Trick und eine Fotografie. Holla dir! Ja, was hast denn du? Was meinst denn? Geh, lass mir doch du mal Ruhe. Jetzt bleib mit dir auch schon. Der Bauer, weil er trübsinnig ist, darf jeden Tag saufen und wir werden dafür geschunden, dass ihm das Biergeld nicht ausgeht. Für seinen trübsinnigen Durst. Herrschaft, Zeit, meine Jetzt. Ist das eine Urschleine, Dame Schi? Na, das kannst du werden mit den Flugern. Du gehörst, Silly, ich helfe dir. Ja, bitte. Ja, du weinst ja. Ja, was hast du denn? Du wirst mir dich um Gottes Willen keine Sachen nicht machen. Wo es heute endlich so weit ist. Gerade weil es heute so weit ist. Je näher das kommt, umso schwerer wird's mir. Aber ich bitte. Die Sache ist doch seit Monaten schon ausgemacht. Ja, und wenn der Bauer mal meinen Buben für den Seinigen ausgegeben hat, dann ist alles aus. Ja, bist du noch gescheit? Jetzt fangst du wieder von vorne an. Bauer! Bauer! Ich möchte den Mist ausfahren. Ja, deswegen brauchst du doch nicht so blären. Man erschreckt sich als tot. Ha, hast du ein schlechtes Gewissen, Bärin, weil du so schreckhaft bist? Kümmert dich du um dein Mist und nicht um mein Gewissen. Ist mir auch lieber. Ich wollte dir nur fragen, wo heute dunkt werden soll. Bei mir in der Kirche drin nicht. Hat der Bauer seinen Rausch schon ausgeschlafen? Frag doch nicht so dumm. Schau halt selber nach. Gut, dann schauen wir halt einmal auf. Vielleicht redet er im Schlaf. Ich sag, dass der Sepp weiß schon was. Du siehst ja Gespenster. So, warum hat er dich dann gefragt, ob du ein schlechtes Gewissen hast? Du mich oder dabei angeschaut? Du spinnst ja. Der wird dir schon öfter so angeschaut haben. Aber du hast ihn noch nicht richtig angeschaut. Möchtest du jetzt sagen, dass er der Vater ist? Ja, so oft er mich angeschaut ist mir, als hätte ich es ihm sagen sollen. Er hätte sich bestimmt gefreut und mich hätte er doppelt gern gehabt. Ja, zuerst. Und später war es ihm zur Last wollen. Der ist noch zu jung als Vater. Ja, das hast du mir eingekriegt, damit du dem Bauern einen Nachfolger verschaffst. Und damit er dann vielleicht nicht mehr so oft zum Saufen geht. Jetzt beiß die Zehen zusammen und red keine Dummheiten. Lern du die Mannsbilder kennen. Zuerst birschen sie sich zu wie mit der kleinen Bixen. Und wenn dann der Schuss draus ist, dann will es keiner gewesen sein. Du lässt jetzt einen Sepp seine Ruhe. Der Bauer nimmt euren Buben als den Sein an und du tust ein gottgefälliges Werk. Ja, der Sepp, wenn draufkommt, der wird sich für die Gottgefälligkeit schön bedanken. Herrschaftskind, nimmt euch doch keiner. Und ein Sepp wird es nicht unrecht sein, wenn du dem einmal seinen Buben und einen Geschwindenhof dazu übergibst. Oh mei, mehr als ein Drittel hat der von seinem Rausch nicht ausgeschlafen. Der schaut ja jetzt noch in die andere Ecken, wenn er mich meint. Du Sepp, dass ich nicht vergiss, du sollst zum Schreiner umgehen und sollst was abholen, hat der Bauer gestern gesagt. Ja, wie, kann ich's tragen oder soll ich einen Schubkorn nehmen? Ja, das weiß ich auch nicht. Für einen Freund in Heidstetten gehört's. Schauen wir halt einmal. Ja, sag einmal, ihr seid ja heute alle recht gut aufgelegt, he? Was war denn? Ja, weil die Milchschüssel noch wie gefallen sind. Na, lasst halt der Bauer mal einen Rausch aus, dann ist der schon wieder eingebracht. Also, ich geh jetzt zum Schreiner. Führt euch. Fertig. Da hast es. Diesmal ist es noch gut gegangen. Jetzt mach ein anderes Gesicht, sonst schmeißt uns noch alles über den Haufen. Und du hast leicht reden. Und du bist dumm, dass du dein Glück begreifst. Jetzt ziehst du deinen Buben auf und in ein paar Jahren, wenn es soweit ist, tust deinen Brief raus aus meiner Kommode. Und dann bist du mit dem Sepp und deinem Buben Großbäuerin am Gschwindnerhof. Mal reden kannst du wieder, Herr Pfarrer. Aber das eine sage ich dir, der Sepp, wenn man auf den Schwindel kommt und von mir weggeht, nachher weiß ich nicht, was ich tue. Wie soll der denn draufkommen? Außer dir und mir weiß ja keiner was.
Und von mir kriegt niemals was zu wissen. Ich hab's Maul halten gelernt. Ich war 40 Jahre verheiratet. Der Schaffzeiten, sieht man der Saufuhr die Flüchtlinge. Mitten im Schlaf am Menschen die Bittigen wegziehen, das gibt's doch nicht. Hoheit Dunger, so sagt er. Wo soll ich den Dunger bauen? Saublöde Fragerei. Sei Hirn soll ja Dunger, dass du wachst. Zilli? Ja. Nimm mir einen Kaffee, aber einen starken. Ja, sofort. Ich will das auch Wassersuppen wie jetzt mal, gell? Mach mir eins. Wenn mein Kumpel jetzt eine Granaten wäre, dann könnt ihr jeden Moment krachen. Kurvi, ich wollte, du kannst dich selber sehen. Ich nicht. Bist du wieder mit dem Kaswurm beieinander gewesen gestern, hä? Herrschaftszeiten, geht das schon wieder los. Ich wollte wissen von den ganzen Grippe nichts mehr. Hat er dir wieder einen Honig ums Maul geschmiert, der Kaswurm? Ja, ich war schon, er ist schlecht wie die Hölle. Am liebsten weiß ich, wir waren alle schon unter der Erde, dass er endlich meinen Hof für seine fünf Burmen streuen kann. Ah. Von mir aus kann er haben die ganzen Grippe. Ich mag nicht mehr. Hab ich die Bürscher? Du magst nicht mehr. Und warum nicht? Warum nicht? Weißt du kein froher Mensch mehr bist. Bin ich auch nicht. Weißt mit einem falschen Freund, der ist Sach versauft und weißt Arbeit sein lässt und weiß mir wurscht ist, ob ich heute oder in fünf Jahren den Kaswurm den Hof in Rachen schmeiß. Ich will mich nicht mehr schinden für fremde Leute. Ja, hättest du halt früher umgeschaut um ein richtiges Weiberleid, die wo dir einen Stamm halt der Herrschaft hätte, solange du noch einen Pulver im Sackel gehabt hast. Pulver im Sackel. Also heute geht das Mundwerk wieder wie geschmiert. Ist auch wahr. Heute winselst, weil du keine Erben hast. Früher hast du gewinselt, weil du deine Zehnzahl nicht gekriegt hast. Hast du halt Moserin genommen oder treibt der Froni? Ich darf gar nicht mehr drohdenken, was du für die guten Gelegenheiten zum Heiraten auslassen hast. Bloß weil die eine vor 25 Jahren davor ist, die was du im Kopf gehabt hast. Ach, was auf Gelegenheiten pfeife. Fürs Herz gibt's bloß eine Gelegenheit. Ja. Und wenn die verpasst ist, dann gibt's eine Gelegenheit zum Saufen. Dein Kaffeebauer. Komm, sie schön, Silly. Bitte schön. Kannst heute schon haben, genau wie der Kaswurm. Sehe ich, wenn ich mich dort. Wie war jetzt das, wenn da einer bei der Tür reinkam und dann sagen, guten Morgen Vater, und du hockst da mit deinem versoffenen Schell und musst dich schauen. Herrschaftszeiten, was hast du denn heute für ein hintersinniges Gerät? Du weißt ganz genau, dass ich niemals mit einem besoffenen Schell da sitzen darf, wenn ein Bub am Hof war. Aber die Moserin, die habe ich nicht mehr. Keine habe ich mehr, die was du da hergebracht hast. Ja, das Zinzerl. Die hätte ich mein. Aber da hast du und auch der Vater gefunden, dass ein Markt zu kriegen ist für einen Buben. Das Leben habt ihr mir zur Hölle gemacht. Da kannst du dich heute schauen. Und weil das Mädel einen Verstand gehabt hat und der Bub ein Rindviech war, ist das Mädel bei der Nacht beim Kammerfenster raus und hat sich nicht mehr sehen lassen. Und ich bin da gehockt. Jetzt weißt du es. Ja, Kurvi, hat sich das so festbissen in dir? Ja, das hat sich so festbissen in mir. Und dann war mir die Weiber wurscht. Und dann habe ich den ersten Rausch gehabt. Und der hat mir so gut gefallen, dass der Hundertste draus geworden ist. Aber Kurvi, gestern war der letzte Rausch. Du hast einen Burm. Was hab ich? Einen Burm. Einen Burm hab ich? Ja, von wem? Von mir, Kurvi. Ah, von dir, ja, dann ist für dich. Sag mal, hast du das öfters? Ja, in einer Stunde, Kinder. Wer der Bub? Ja, dann kannst du ja noch eine Stunde hier liegen, Mutter, gell? Ja, warum denn? Na, wegen deinem Buben. Ja, sag mal, bist denn du noch besoffen? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt hören wir mal zu. Ja. 25 Jahre ist nach deinem Kopf gegangen. Heute bist du am Ende. Jetzt mitten halb zwölf Zug kommt der Kindsmarkt von der Stadt raus und bringt einen kleinen Buben. Der Wastel übernimmt ihn von ihr, bringt ihn heim, du gibst ihn alles den Dein aus und der Jungbauer ist wieder auf dem Hof und ein neues Leben fängt an. Ja, und mich wird gleich ein Schlag treffen. Sag mal, bist nicht du von Gott verlassen?
Sei noch stark, ich hab's schon vorgezahlt. Mei, wie blöd der Wasl geschaut hat, das kannst du denken. Seine erste Frage war, wer ist denn die Mutter? Ja, das frag ich auch. Und ich sag dir dasselbe, was ich in Wasl auch gesagt hab. Und was du von heute ab jedem sagst, der dich fragt. Das ist dein Bub. Über die Mutter wird nichts geredet. Du hast deinen Grund, Schluss, aus. Geh, das frisst doch keiner. Den müssen sie schon fressen. Was sollen sie denn machen? Ja, machen können sie nichts. Ja, eben. Aber ich muss doch wissen. Je weniger das du weißt, desto weniger kannst du dich verraten. Ach so. Vater und Mutter sind brave Bauersleute. Gesund und ehrlich. Der Bub wächst neben dir her. Du ziehst dann auf, wie du ihn brauchst. Hast einmal einen Nachfolger, dem du deine Sache übergibst. Und kurbig geh. Gestern war der letzte Rausch. Ich glaube, es ist gescheiter, ich nehme mich noch eine Stunde hin. Jetzt mach keinen Spaß, in einer Stunde ist er schon da. Mein Bub? Ach so, ja, ich bin der Vater, gell? Ja. Ja, ich kenne zwar meinen Bub nicht, aber ich bin der Vater. Ja, und wenn mich mein Bub dann gar nicht mag? Geh, hör auf. Der mag vorläufig bloß seine Flasche, und der ist ja nur so klein. Was, so klein ist der erst? Ja, was hast du denn jetzt wieder, Spinnitz? Ja, dann hätte der erst vor einem Jahr in der Arbeit gehabt. Ja, freilich. Also, jetzt willst du noch jemanden finden, der das glaubt, da ist mir recht. Ja, warum sollte man dir das nicht glauben? Wer kann dir denn ins Herz reinschauen? Ja, ich meine nicht ins Herz. Ich auch nicht. Geh, du bringst doch mit deinem Alter noch mehr her, als einer mit 30. Das frisst doch keiner. Das, wenn ich einen Kasmer mehr erzähle, der kriegt einen Lachkrampf, wo er mir gestern meinen Hof zugesagt hat. Geh. Das ist mir wurscht, was der Kaswurm sagt. Ich hab beim Schreiner ein Wirn bestellt. Für deinen Freund in Heidstetten gehört, hab ich gesagt. Der Sepp holt's grad. Die Wirn? Den sehe ich mir ja, die mit dir die Wirn sieht. Ja, das will ich ja. Das sollte alles so ausschauen, als wäre, wenn mir's du gerade erzählt hättest. Also freilich, aber sonst hätte ich es ja schon viel früher erzählen müssen, gell? Wie hast du's noch, bis dann du einmal verstehst? Heute ist mit einem Schlag dein Herr Bruder und du lachst alle miteinander aus. Ja, und wenn's dann alle miteinander mich auslachen? Ja, dann lachst halt mit. Ja, auf die Lacherei, dann freu ich mich schon, gell? Aber über die Mutter, wenn einer fragt, wird nichts geredet. Aha, du hast deinen Grund. Hört sich eigentlich ganz einfach an, gell? Ist ja auch. Und ich geh jetzt zu der Zilli raus, ja? Und du hast sowas, als ob du das gerade verzeiht hättest. Genau. Mutter, warte mal. Also, das ist mein Bub. Ja? Über die Mutter wird nichts geredet. Nein. Ich hab meinen Grund. Ja. Schluss aus. Schluss aus, das hab ich vergessen. Aber ein anderes Gesicht macht dabei. Ein anderes Gesicht? Ja. Zilli! Zilli! Mein Speider voll, was mir der Bauer gerade verzeiht hat. Ein anderes Gesicht soll ich machen. Gar nicht so einfach. Das greift dann ganz schön an, das Kinderkriegen. Ah, da bist du, Herr Bauer. Grüß dich, Sepp. Hab ich die Ehre. Du, gell, eine Bitte hätte ich noch an dich. Wenn du nächstes Jahr ein Schaukelpferd bestellst, dann lass das von jemand anders hertragen. Die Kinder sind mir nachgerannt. Und links und rechts müssen sie noch liegen. Die, wo es umgehauen hat vor lauter Lachen, wie ich mit der Wirren da hergekommen bin. Ja, da kannst du dich gleich üben im Vaterpflicht, wenn es bei dir mal so weit ist, gell? Und einen Schmied habe ich getroffen. Ja? Der hat mich gefragt, ob die deine Mutter da drinnen Zimmer schaukelt, damit du deine Reis sanfter ausschlafst. Ja, der hat es notwendig. Den hat sein Alte beim letzten Rauschen so geschaukelt, dass er 14 Tage mit einem blauen Auge übereinander gekriegt ist. Du, gell, wie gesagt? Ja, das Schaukelpferd ist halt ein anderer. Und jetzt schleichst du dich nicht mehr Ruhe da haben, gell? Ja, ich fahre jetzt ein Mist aus und dumm. Was? Nach dem Essen. Ja, ist schon recht. Ja, so schaut das aus, hm? Ein Loch hat auch nicht geschnitten. Er weiß ja nicht, dass Wasser ablaufen kommt. Ja, sag einmal, ja, spielt denn dir? Ecken und Kanten wie ein alter Saudrug. Ja, ich sag ja keine Ahnung, die Leute von der Kinderpflege. Ja, Schaf. Mei, die Zilli hat nicht schlecht geschaut, Kuli. Das ist ja eine Überraschung gewesen. Ja, was ist jetzt? Jetzt kommt man eigentlich ein bisschen lachen. Wieso? Ja, was? Das war doch jetzt ein Grund zum Lachen. Also, jetzt verstehe ich dich nicht. Ja,
Budelt der Jungbauer jetzt auf dem Hof, ist guckt man da ein bisschen lauer, oder? Kurwi! Meinst du nicht, Siri? Ach so. Ach so, ja, ja, du hast recht, jetzt verstehe ich dich. Gut ist gegangen, gell? Gut ist gegangen, Mutter. Mei, hast mit du jetzt der Schritt, wie du zum Lachen angefangen hast. Ja, und du hast mir erst der Schritt, wie du das mit dem Bub dahergebracht hast. Mei, Kurwi, ich kann das gar nicht sagen, ich freue mich auch so. Ja, tu nur langsam. Freu dich erst, wenn es die anderen gefressen haben, gell? Die fressen es genauso. Herrschaft, Zeiten, bringt man sie einen Buben daher. Aber jetzt freut er mich erst richtig, ist verflixten Weiberlein, wie traut sie es also hier, wie sie es brauchen könnt. Aber jetzt hörst du mir mit Saufen auf, gell, Bub? Ja, versprochen. Ja, wo ist er denn noch, mein Bub? Jetzt möchte ich ihn mal sehen. Also um 11:30 Kinder hast du ja. Ja, dann muss ich mich umziehen, nicht, dass der da schreckt, wenn er mich so sieht. Mein Bub ist ein Jager bin ich, mein Bub ist aus dem Gas. So, Zilli, das hast du jetzt überstanden. Ja, aber das Ärgste kommt noch. Das geht auch vorbei. Zilli, wo ist die Weidin? Die ist in der Küche, aber du kannst mir auch geben. Ah, du weißt das schon? Ja. Weißt das selbst schon? Nein, bis jetzt nur ich. Du, hast jetzt du auch so ein blödes Gesicht gemacht wie ich? Mei, einen Kaswurm habe ich gerade getroffen. Ja? Ich hab mich gefragt, ob ich Eier im Korb hab, weil ich gar so vorsichtig gehe. Mhm. Ja, hab ich gesagt, eins, aber das hat der Bauer gekriegt. Weil er wollte ja unbedingt in den Korb reinschauen. Er hat nicht gewusst, was wahr ist und was nicht. Mhm. Du, pass auf, in einer halben Stunde ist der da. Du, den Bauern sein Ei, das werde ich mir auch sauber im Mangel. Mein Wastel, dich freut sich, als ob es dein Bub war. Natürlich. Vielleicht war es bei mir auch noch nicht spät. Bayerin! Ist er schon da? Ja. Na Gott sei Dank. Ja, Zilli, du warnst ja schon wieder. Geh her doch auf, du verratst dich noch selber. Sie ist ja nur, weil ich ihn wieder gesehen hab. Zilli! Schau, dass der Kind auskommst und reiß dich zusammen. Also, da bist du ja. Also dann, melde gehorsamst, Thronfolger gesund angerannt. Der Thronfolger? Ja! Ist er das? Ja, das ist er. Meinst du nicht, dass der ein bisschen klein ist? Na ja, der wächst schon noch. Ist das da hinten das Gesicht? Geh, jetzt frag doch nicht gar so blöd. Ich mein grad, weil er mir ja gleich schaut. Ja. Oder nicht? Ja, wie ausgeschnitten. Ja, du Basi, du Odrader. Halt die ganze Welt ein Jahr lang für einen an. Sauft nur mehr. Man glaubt, der lässt alle vier große. Dabei hat er sich schon längst einen Thronfolger angeschafft. Ein Thronfolger? Na, Wastl, hast du ein recht dummes Gesicht gemacht? Ja, das kannst du lieber. Kurbi? Was? Den Zug hat er von dir. Ach so? Das fällt dir die Augen nicht rausfallen, gell? Ja, da liegt ja ein Kind drin. Nicht möglich. Hast du gemeint, dass du ein Kanarienvogel nicht gehört, oder? Wem gehört denn das? Ja, die nicht zwei. Die, die sie wegen ihm einmal gedreht haben. Nein, jetzt sag schon. Mir gehört's. Nein, jetzt wirklich, sag ja. Halt schon. Ja, bist denn du dort? Hast du gehört? Ein Bauern. Sie ist nicht fertig. Natürlich, der Sepp ist wieder nicht da. Geh, was, dann schrei ihm einmal. Ja. Oh. Sepp, essen! Oh, ich bin gleich. Auf den sechs, ich bin jetzt neugierig. Du, meinst du, dass du Sepp auch frisst? Der frisst genauso. Der ist aber hier auf der Platte, gell? Du, wenn's ein Sepp jetzt auf den Arsch haut, auf dem Blumsepp freu ich mich. Ja, dann griff ich. Kathi! Kathi! Ah, der ist Beleuchtung ausgegangen. Kathi! Und wem soll ich das Kind hören? Ja, mir gehört's. Jetzt geh weiter, dann griff ich einmal her. Ja. Mei, hast du einen weiten Weg von die Ohrwaschel bis zum Hostmi. Fragst mich nächste Woche wieder, dann erkläre ich das, gell? Ja. Der kommt! Wer? Der Kaswurm? Nein, der Sepp. Mei, das wäre ein Hitz.
vorher, seid schon mal wissen. Himmlischer Vater, segne uns Speis und Trank, die wir durch deine große Güte erhalten haben. Gib uns Gnade und Gedeihen, dass es zu deinem Lobe gereichen möge. Amen. 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 Mahlzeit. Mahlzeit. Du, einen Kaswurm habe ich gerade getroffen. Der möchte jetzt dann rüberkommen und sich das Ei anschauen, was der Bauer gelegt hat. Ja, haben wir ein krankes Kalbe im Stall? Ein Kalbe gerade nicht und ein krank schon gleich zweibeinig. Wer gehört nachher zu den Milchflaschen? Ja, Sepp, du wirst lachen. Warum werde ich lachen? Weil du weißt, wer zu den Milchflaschen gehört. Ja, einer, der wo halt gerade zuzelt. Ja, zuzelt ja schon einer. Wer denn? Das Ei, das ich gelegt hab. Was? Wer? Da. Ja, mich legst am Arsch. Sepp, drehst dich. Wir haben auch keine gescheiten Gesichter gemacht. Die Segne die Mahlzeit benannt. Mahlzeit. Ja, sauber, grüß dich gut. Grüß dich. Servus, Kaswurm. Servus. Kommst gerade recht. So. Weißt, wir probieren jetzt gerade aus, wer das blödere Gesicht machen kann. Also, wenn ich dir so anschaue, ich mein nur, wie du gewinnst. Da weißt du. Immer lustig, gell? Du frag ihn zuerst gerade, was er in seinem Korb hat, dann sagt er ein Ei vom Bauern. Ja. Griebig, immer spaßig. Ja, da hast du den Spaß. Was? Ja, brauchst du nicht so genau schauen. Der ist eh ein Bub, dass du es weißt. Und der Bub war von dir? Was heißt der war, der ist von mir? Und was, ich mein, möchtest du den behalten? Ja, meinst du mir schenken den dir, dass du sexy hast? Da müsstest du mich schon erst fragen, ob ich ihn nimm. Ja, meinst du jetzt das? Ja, ich mein, dass ich nicht gleich an jeden Findling auf meinen Hof setze. Ja, frisst mich da. Oh, hey, Schwendner, hör doch auf. Das ist doch nicht dein Bub. Gestern hast du noch gar nichts gewusst davon. Ja, schon, aber mir nicht. Also, das ist dein Bub. Wie hast du denn den erzaubert? Die Zauberei wirst du nicht mehr lernen brauchen, hä? Nein, die brauch ich nicht lernen. Mir hat dabei immer mehr Alte geholfen. Er hat auch nicht allein gezaubert. So. Hast du mitzaubert? Wie meinst du denn das? Ja, ich mein bloß, weil ich immer einen Korbi frag und du immer für ihn redst. Siehst nicht, dass er sein Ruhe möchte beim Essen. Red halt, Korbi. Also, das ist mein Bub, über Butter wird nichts geredet, ich hab meinen Grundschluss aus. Ja, mein. Schon wieder was Neues. Über die Mutter wird nichts geredet. Ja, Kolbi, da kommt ja gar keine Frau nicht auf den Hof. Mhm. Ja, mei, Kolbi, warum kannst du denn die Mutter nicht nennen? Weil ich meinen Grund hab. Was denn für einen? Ich geh dir einen Trigo. Versteh schon. Was verstehst? Ah, nix, lass mir das. Reden wir nicht mehr davon. Werd halt ein schlechter Grund sein, die Mutter. Werd einen schlechten Ruf, meinst du? Oder? Ja, glaub ich schon, ja. Glaub ich nicht. Scham, die Kaswurm. Was machst du für ein Mensch sein, dass du über die anderen immer nur die Schlechteste denkst? Also ich glaube auch nicht, dass das ein Bauern sein Bub ist. Schau, dass der Kiech rauskommst, du Uhu, du Sau dummer. Ja. Kathi, bleib doch da. Du kannst ruhig alles hören, was ich erzählt werde. Was siehst du, der frisst sich da? Also wenn mein Freund der Kaswurm schon auf so eine Gedanken kommt, der muss man nur gut machen, gell? Ja, gewiss war auch noch. Du weißt schon, was ich meine. Was meinst du, was da die anderen Leute als Dinger von mir, die wohl nur suchen, dass sie ein Haar in meiner Suppe finden? Burgi, bitte. Na, lass mich noch machen. Also pass auf, Leute, ich will euch die Wahrheit sagen, lass mich mal aussehen, gell? Also, die Geschichte ist nämlich so. Ich kenne jetzt die Gretel 3 Jahre. Sie ist in der Stadt drinnen, gell? Jetzt auf einmal hat's geschnackelt, der Bub ist da und meine Freude, die kennt's euch ja Dinger, gell? Ja. Was hast du gesagt? Ja. Was ja? Ja, du hast gesagt, wir kennen uns deine Freude Dinger und ich hab ja gesagt. Ach so, ja. Ja. Dass ich weiterrede, gell? Ich biete natürlich ein Mädel gleich heiraten an. Denke mir, ich höre nicht recht. Will sie gar nicht. Sagt sie zu mir, ich soll meinen Bub nehmen und so zurückgehen auf meinen Bauernhof, weil sie kann nämlich kein Mist nicht rühren. Okay, den Mistgeruch, den Quenz. Ja, freilich, den Quenz, was war denn das? Sie kann doch dein Bierwahl nicht ohne Mutter lassen, nicht? Ja, doch hat er schon recht, Paar. Eine Mutter für den Buben war nicht schlecht. Wenn's nur du dein Maul halten darfst. Aber was schreist du nicht mehr so mit mir? Ruhe ist jetzt da. Du, Kolbi. Was?
Ich weiß da was. Was weißt du denn? Ich helf dir. Pass auf, ich mach deinen Brautwerber. Morgen fahre ich rein zu dem Mädel und red für dich. Wirst zeigen, in einer halben Stunde hab ich's soweit. Nein, du, das hat keinen Zweck. Ich probier's. Nein, sag ich. Warum nicht? Was? Bau, ich fahr mit. Wir packen's bei den Muttergefühlen. Ja, genau. Kannst du nicht, Stadzi? Ruhe ist jetzt da, sag ich. Hey, Corby. Was? Ich als dein Freund. Jetzt kam er als Freund daher, der Ausgeier. Ruhe ist jetzt, sag ich, geht's. Er kam als Freund, wo er dich aber zum Saufen verführt. Ja, freilich, das war mir schick nur. Ja, meinst du, wir kennen dich nicht? Dir war er schon lieber, ich hätte sich schon lange zu Tag gesoffen, dass du unseren Hof einstecken kannst. Jawohl, einstecken. Du, trübsinnig hast du gemacht mit deinen fünf Buben. So was tut der Freund nicht. Na, geh, red doch keinen Blödsinn nicht. Wer redet einen Blödsinn? Du Erbschleier, du Elitin. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, wir danken dir, dass ihr uns Unwürdige gespeist habt. Amen. Amen. Du, Corby. Was ist los? Einen Rat gebe ich dir. Was für einen? Schau, dass die Gretel so schnell wie möglich auf den Hof bringst. Ja, weißt du, die Leute die haben böse Zungen und dass eine wegen einem Missgeruch nicht Großbäuerin werden mag, du, das glaubt dir keiner. Ja, das kann doch mir gleich sein. So, aber da kann schon irgendeiner sagen, das Mädel hat dich nicht geheiratet, weil es dich nicht mingen hat. Das kann ich auch gleich sehen. Ja. Schon, aber der Nächste kann schon sagen, der Bub war von dem, den das Mädel lieber mingen hat als wie ein Corby. Du bist ein Lumper Hinterkünftiger. Ja. Zilli, schau, dass du der Kirchen auskommst. Ja, zu. Die ist ja schon draus. Jetzt geh weiter, geh zu. Ja, ich bin ja schon. Nein, der Bub, der tut mir leid. Du, Corby, ich hab mir jetzt eine halbe Stunde lang deine spanischen Sprüche gehört. Und jetzt will ich dir mal was sagen, aber auf Deutsch. Gestern hast du mir per Handschlag deinen Hof vermacht. Der Schmied ist Zeuge. Ich geh jetzt rüber zu ihm und lass mir schriftlich geben. Und morgen fahren wir zwei schön brav in die Stadt rein und machen beim Afrikaten alles glatt. So wie du mir es zugesagt hast. Ich glaub, du spinnst ein bisschen. Da wirst du nicht glauben, dass da ihm einen Hof gibt, wo ich jetzt selber einen Nachfolger hab. Du fahr mal ab mit dem Nachfolger, du Hanswurst, du. Der Wort willst du nicht halten. Aber mit einem Findling und einer Mutter, die zuerst nicht genannt werden darf und keine Mist riechen kann, lass ich mir mein Recht nicht nehmen, gell? Du hast recht. Ja. Wo denn? Über wen denn? Über was denn? Hä? Über das, was du mir per Handschlag zugesichert hast. Okay, ich war besoffen. Und heute merkst du nichts offen, Mann. Du gehst zum Schmied über und lass mir schriftlich geben, gell? Und ich geh mit. Du wirst mich mit dem Schmied nicht verkaufen. Das garantiere ich, gell? Das wirst du beim Applikaten beweisen müssen. Ha, dass der Bub, von dem du gestern noch nichts gewusst hast, nicht dir gehört. Selbstverständlich gehört er mir. Ein nee, gehört er, da brauche ich keinen Applikaten, das sag ich dir jetzt ins Gesicht. Und du merkst mein Hof? Für deine fünf Burmeistreier, das sagt dir ich ins Gesicht. Und du willst uns eine Zigeunerraste herbringen, die wo du dir aufgabelt hast. Das sagt dir ins Gesicht. Ja, und mein Gesicht hält's aus, aber deins, das wäre aber nicht mehr. Geh mir weiter, dann werde ich dir gleich was verzeihen. So viel Unterricht. Kommst du dir jetzt auch so dumm vor, als wie ich mir? Nicht ganz. Weil schön ist die Mutter von dem Burm nicht. Warum nicht? Weil er es uns nicht zeigen möchte. Was meinst? Drei Jahre kennt der Bauer sein Gretel, hat er gesagt. Und wie oft ist er reingefahren in die Stadt? Das kannst du an die fünf Finger von einer Hand abzählen. Ja, wird schon so ein dahergelaufenes Mensch sein, ja. Die wo der Bauer einmal. Ach so. Ja, ja. Die wo der Bauer einmal. Ja, und dann ist er halt auf einmal da gewesen. Wer? Wer? Der Bauer halt. Ach so. Ach so, von den Menschen, die wo der Bauer einmal. Ja. Das wäre der saubere Rass sei, der Bub. Ja, die ist darfst du nicht mehr. Was ist? Habt ihr zwar noch nie ein kleines Kind gesehen? So eins da nicht. Kommt auf einmal daher, keiner weiß von wo, wie der Postbackel. Absender unbekannt. Okay, was redst denn da daher? Ihr seid ja narrisch. Und du bist blind, wenn's nicht siehst, dass alles ein Schwindel ist. Natürlich. Erst so und dann so und in Wirklichkeit. Okay, was geht denn das überhaupt alles und so? Mir jedenfalls hast du meine Rechnung ausgestrichen. Jungbauer. Aber Sepp, warum hast du mir denn das nicht gesagt? Du hast immer gesagt, pachten magst nicht, du willst was Eigenes. Und wenn's noch so klar ist,
Ja, und bevor du nichts Eigenes nicht hast, werd nicht geheiratet. Ja, man redet halt nicht gern von Sachen, die wo man sich wünscht. Ich schon. Ich wünsch mir's, dass ihr wisst, wer die Mutter von dem Burm ist. Jetzt seid doch froh, dass der Kaswan den Hof nicht kriegt. Und kümmert euch nicht um Sachen, die euch nichts angehen. Also, ein bisschen was geht uns die schon. Mich würde schon auch interessieren, was für eine Rasse auf dem Hof einmal Bauer wird. Ja, und welche der Bauer? Aber Sepp, wir bringen's raus. Wir bringen's raus, der Sepp. Aber wir müssen da ganz politisch vorgehen, verstehst? Du, pass auf, ich hol jetzt eine Flasche Schnaps. Und dann fangen wir mit dem Bauern einen feuchten Diskurs an. Und dabei ziehen wir ihm nachher die Wahrheit schön langsam aus der Nase. Politisch. Pass nur auf, dass du nicht zu feucht wirst, sonst können wir den austragen, bevor wir politisch geworden sind. Hm, ich mag ja so keinen Schnaps nicht. Aber ihm, gier sie schön, gesprächsweise voll. Ja. Politisch fängt man die Mais. Du Sepp, das wird's für bleiben lassen, gell? Wieso denn? Also, mich würde schon interessieren, wer das Verreckerl da auf die Welt gebracht hat. Verreckerl? Ja, schau dann doch an. Das ist doch kein Bub nicht. Das ist ja ein Flirn. Gezilli, warum warnst du denn heute wegen jedem Schmarrn? Ich kann nicht hören, wenn du so daherredst. Aber ich hab doch nicht die damit gemeint. Wer weiß, ob ich dir mal einen besseren herbring. Geh, sowas wie den da, die schluckt ja der unsere mit der Milchsuppe runter. Ja, wenn er dein Mund wär, gehabt, dann schon. Wenn der 5 Minuten eher auf die Welt gekommen war, dann war er jetzt noch gar nicht fertig gewesen. Ja, und dann ist er um eine Flasche Schnaps. Und mit dem wollen sie dann am Bauern schön langsam die Wahrheit aus der Nase ziehen. Meine Güte, die Mannsbilder sind auch so eine halbe die Erfindung von unserem Herrgott. Wir können uns denn auf die Idee kommen? Mei, sie haben halt den Plätzchen nicht gefressen, den der Bauer erzählt hat. Herrschaftszeiten. Neugierig, psoffen und deppert wie der junge Hund. Und das heißt man dann das starke Geschlecht. Jedenfalls. Jedenfalls, du hast die ganze Geschichte eingefadelt. Und von dir verlange ich jetzt, dass du die Geschichte zum guten Ende bringst. Ausgemacht war, dass kein Mensch was zu wissen kriegt. Bis jetzt ist ja nur der Sepp, der Bastl und der Kaswan neugierig geworden. Aber der Letzte, der wird schon dafür sorgen, dass die Geschichte unter die Leute kommt. Und dann ist das Weiterrennen auch nicht mehr schwer. Und dann braucht nur noch einmal einfallen, dass ich 6 Monate bei deiner Freundin zur Aushilfe war. Mei, der Sepp, wenn's von den anderen erfahrt, sein Dickschädel kennst doch, noch passiert was. Zilli, um Gottes Willen. Ja, mit Gottes Willen ist mir jetzt nicht geholfen. Entweder du findest eine gute Erklärung, die die Fragerei zur Ruhe bringt, oder ich sag mal am Sepp die Wahrheit. Nein, nein, ich bring's schon in Ordnung. Ja, grüß dich, gute Mutter. Ah, schade, dass du nicht dabei warst, du. Mei, du, der Kaswurm, der wird mich nichts mehr fragen, du. Den hab ich selber eingesorfen. Ja. Und die werden's versieren, dass der Daumen übergängen. Hab ich dir nicht ausdrücklich gesagt, über die Mutter wird nichts geredet. Machst du einen Blödsinn zusammen? Was weißt du, ich mach einen Blödsinn? Schuld bist du an dem Ganzen. Man bringt dort nicht um 13:30 Uhr einen Bub daher und um 13:00 Uhr muss man schon Vater spielen. Ja, sowas muss doch gelernt werden. Aber gell, für die kurze Zeit habe ich es gar nicht schlecht gemacht. Ja, so gut, dass du alle Kopfschei gemacht hast. Auf wen habe ich Kopfschei gemacht? Der Kaswan ist überzeugt, dass du ein Trottel bist. Ja, das kann auch sein. Aber nicht, dass das dein Bub ist. Der Sepp und der Wastl holen jetzt einen Schnaps und wollen dir die Wahrheit aus der Nase ziehen. Ja, den lass doch kommen, den werde ich in der Maul schon stopfen. Na, auf keinen Fall, ihr darf's nicht wissen, dann verrat er sich doch. Ja, Zilli. Der Sepp, wenn's zu wissen kriegt, ich geh ins Wasser, das sag ich euch. Ach, geh, jetzt bleibst du den Schnabel nicht mehr halten. Na ja, ich verrate euch schon nicht. Was du, der Sepp? Da gar keine schlechte Rass. Ja, da ist er, der Sepp, der Schulschädel und der Vater von meinem Buben. Schrei doch nicht so, dass gleich alle hören. Geh, Zilli. Warum sagst du das denn an Sepp nicht? Warum gibst du denn dein Kind her? Das weiß ich jetzt selber nicht mehr. Jetzt geht's zu. Was? Ich frag, sag das dann schon. Ja. Wirklich ist. Lass doch kommen, ich werde ja am Arsch stopfen. Ja, aber wir? Ja, mit der Wahrheit. Nein, nicht mit der Wahrheit. Vielleicht ist das Gescheiteste. Geh, der Wastl gehört zu uns, wie der Türstock zum Haus. Falsch ist er nicht. Ziemlich. Nur neugierig. Recht hat er. Da warst du halt zu uns. Ja. Und der Sepp fragt nicht, wenn der Wastl nicht dabei anstift. Wenn's aufkommt, ist so gesagt. Ah, da kommt er. Ah, da bist du der Bauer. Was der Kaswurm aufgehört.
Und gut auch noch. Ja, was ist denn? Habt ihr heute keinen Dusch gehabt? Nein, ich glaube, ein Kasperl liegt mein Bub im Magen. Vielleicht die Mutter auch von dem Buben? Ja, da hat er nichts gesagt. Nicht? Ja, ja, vielleicht ist er mal neidig um die Mutter. Wieso soll dir der Kasperl um die Mutter neidig sein? Kennst du ihn? Was hat er uns gesagt, weißt du? Ja und nein. Ja und nein. Was heißt denn das? Ja, dass er's kennt und auch wieder nicht. Das verstehe ich nicht. Ja. Was? Rest geben wir ein Schlickerl. Ja, weißt du? Seit wann sauft denn du heimlich? Nein, wenn er sauft heimlich, der andere unheimlich. Sag mal, möchtest du mich besoffen machen? Geh, Pau, du vertragst da viel mehr. Geh weiter, trink gleich an. Du geh her. Nein, du. Trink erst einmal du. Gern. Vertragst du das nicht recht, der heimliche Sauferei, hä? Ja, verschluckt hab ich mich halt. Das kann doch nicht passieren. Geh weiter, jetzt trink einer. Komm. Also, Wassel. Prost. Prost, Bauer. Oh, Blutsakrament. Bauer, was das jetzt, wenn ich sage, ich kenn die Mutter? Ja, recht herzlich lachen, Daddy. Warum? Weißt du, dass du wirklich kennst? Möchtest du mich der Blecker? Also, eigentlich ist es ja schade, dass der eine nicht weiß, was der andere gern wissen möchte. Woher weißt denn du, dass ich gern was wissen möchte? Ja, du hast doch gerade vorhin gesagt, was ich tat, wenn du sagen darfst, du kennst die Mutter. Tippa, das war doch nur ein Spaß. Woher soll denn ich den Gretel kennen? Du kennst das aber. Die Gretel? Nein, die Mutter. Dann ist die Gretel gar nicht die Mutter. Ja, unter uns gesagt, eigentlich ja und eigentlich nein. Also, du machst dann ja ganz damisch mit dem Faden. Ja und nein. Jetzt rede mal gescheit. Geh weiter, machst du noch einen Schluck. Also, ich glaube, es geht auch ohne Schnaps. Pass auf, Wastl. Die Gretel ist nicht die Mutter. Nicht? Wer dann? Die Zilli. Erstes Mal ja. Die Zilli? Ja? Du und die Zilli? Gute Nacht, die ist mit der Sepp hört. Ja, so ist ihm nicht hören, du Depp, du. Der ist der Vater von dem Buben. Was? Ja, mich trifft der Schlag. Ja, das braucht's jetzt auch wieder nicht. Aber du sollst deine Hetzerei aufhören, dass der Sepp endlich mit der Fragerei aufhört. Und für die anderen bleibt die Gretel die Mutter. Schluss, aus. Ja, um Gottes Willen, warum gibt denn die Zilli den Buben her? Du, das, wenn der Sepp da fragt, dann können wir unser Testament machen. Jetzt Bastl, mach keinen Hosenscheißer. Von mir erfahrt doch keiner was. Also, ich bin ja so der Schrocker, ich mir ist ganz schlecht. Hörst du auf mit der Sauferei? Nicht, dass du dich noch verrätst, ne? Ich werde mich noch verrätst. Da gibt's dieser, ja? Der Sepp. Ja? Was ist mit dem Sepp? Ja, ich muss lachen. Weil der Kasperl gestern einen Rottinger als Zeugen angeführt hat, dass er mich in meinen Hof vermacht hat, gell? Was ist da droht zum Lachen? Ja, weil der Rottinger gestern so einen Rausch gehabt hat, dass er heute nichts mehr weiß von der ganzen Geschichte. Also, ja. Das schaut ja gerade so her, als wenn du gestern noch gar nicht gewusst hättest, dass du einen Buben hast. Kommt dir vorkommen, dass einer einen Buben hat und nichts weiß davon. Das kann vorkommen. Aber warum hast dann du gestern den Kasperl meinen Hof zugesagt? Dass er sich heute umso mehr ärgert. Keine schlechte Idee, was? Ja. Also, ein Bub ist für einen Vater überhaupt wie der Mist für einen Bohnen. Da wachsen gerade so die guten Ideen. Ja, nicht bei einem jeden, gell? Kommt ganz auf den Vater an. Ja, bei einem Manzen, da wächst überhaupt nichts, gell? Ja, aber eine Überraschung ist so ein Bub schon für einen Vater. Gell, Bauer? Ja, besonders, wenn der Vater von der Mutter nichts weiß. Ja, dann besonders. Ja. Aber viel los ist mit dem Buben nicht. Oha, das sollst du nicht so einfach sagen. Der Bub ist genauso gut wie einer von dir. Dass ich nicht lache. Hast du schon mal einen gesehen von mir? Sag jetzt nicht ja, sonst bist du fällig. Ihr zwei, ihr könnt ja sagen, was wollt. Ihr könnt meinen Buben beleidigen, mich trifft's ja nicht damit, gell? Eigentlich hat er selbst schon recht. Was? Viel Droh ist an dem Buben nicht. Ihr redet doch hier, was wollt. Mich freut der Bub. Und andere werden auch noch freuen, gell? Und wer ist jetzt die Mutter von dem Buben? Also die Gretel bestimmt nicht. Los, gute Sepp. Hast du das am Bauern sauber nicht gesagt? Die Hauptsache ist, dass der Kasperl den Hof nicht gekriegt. Ach, das war mir jetzt auch schon wurscht. Ja, wie kannst du denn sowas sagen? Ja, kannst du dich woanders noch eingewinnen? Ich nicht. Und ein Kasperl mal als Bauern über mir.
Nein, mein Lieber, ich danke dir schön. Das, wenn meine Mutter wisset. Wieso? Ja, wegen meiner Mutter bin ich ja überhaupt Bauer geworden. Ja, was willst denn du werden? Zur Post hätte ich wollen. Zur Post? Als was denn? Ja, als Briefträger halt. Oh mei, seh du als Briefträger. Aber Dresdi, weißt du was, wir schreiben jetzt alle Tage recht viel Brief und du darfst das austragen. Spinn mich nicht an. Bauer, das ist das Richtige, hat meine Mutter gesagt. Da gehörst hin, da kannst du dein Glück machen. Sepp, lass dir was sagen. Manch einer sitzt mit seinen vier Buchstaben schon mitten im Glück und rennt eben noch mit den traurigen Lätschen umeinander, weil er nichts weiß davon. Ein schönes Glück. 10 Jahre Arbeit und Hoffnung, das kannst du alles einmal übernehmen. Und dann putzt dir so der hergelaufenes Bürscherl weg. Und jetzt grad möchte ich wissen, wer die Mutter von dem Burm ist. Jetzt geh weiter, Sepp, trink einen Schnaps. Ein Druck dich mit deinem Spiritus. Und ich sag dir, die Geschichte mit der Gretel, die friss ich nicht. Vielleicht ist der Bauer gar nicht der Vater von dem Burm. Vielleicht muss er nur der Vater sein. Vielleicht ist er sogar freiwillig. Ah, du spinnst ja. Ich spinn nicht. Du, woher der Bub wirklich ist, das weiß wahrscheinlich nur die Mutter. Ja, die weiß gewiss. Du, vielleicht weiß der wirkliche Vater auch gar nichts davon. Du, der weiß wirklich nichts davon. Sag einmal, warum lachst du jetzt da so blöd? Ja, über die Väter von unseren Jungbauern. Ach so, ja, die werden auch zum Lachen sein. Vater von so einem Spatzenschreck. Ah, grüß dich, gut Nachbar. Grüß dich, gut Virentrager. Na, was da am Buben kriegt, weil du gar so lustig bist? Mir gelangt die eine. Das glaub ich dir. Von so einem hergelaufenen Stadtmenscherl. Du drück dich ein bisschen vorsichtig aus, gell? Mit dir hab ich nichts zu reden. Ich suche einen Bauern. Möchte schon wissen, ob er der mit so einem Findling mal in den Hof nehmen kann. Und mir recht. Eha, du Siebengescheiter. Du tust mir direkt leid mit dem Findling. Der Bub ist ausgesucht, dass du das weißt, mein Lieber. Ausgesucht? Ihr werdet euch was aussuchen können. Jawohl, können wir auch. Jawohl. Und du kannst jetzt Abschied nehmen von unserem Hof. Du Geier, du Greisliger, wir kennen die nicht. Ihr werdet mich noch kennenlernen. Da werden sich andere auch noch dafür interessieren, was für eine Rasse mal den größten Hof im Dorf regiert. Du Hoderlump, du Falscher. Hättest noch die Leute auf gegen uns. Aber da wärst du dich einblamieren. Weißt du, wir wem fragen müssen. Der Bub ist kein Schaden für unser Dorf, du Hoderlump, du Falscher. Oder musst du mich lang fragen für einen Buben von der Zilli? Ach so ist es. Jetzt war ja die Grillen rausgekitzelt, gell? Schau, schau, der Bauer und die Zilli. Ja, da hat er sich recht gemütlich eingerichtet haben. Kasperl, halt dich mal. Mei, der Sepp, wenn was gespannt. Aber noch kracht's in der Hütte. Kasperl, ich hab bloß einen kleinen Spaß gemacht. Streng dich nicht an. Ich kenn das an der Nase noch, wie weit es dir Spaß geht. Na ja. Wenn es so ist, dann ist ja der Bub aus keinem schlechten Stall nicht. Aber der Sepp, der tut mir leid. Der braucht ja nicht leid da. Jetzt wird er weggehen müssen. Warum? Werden halt der Bauer schon langsam rausdrucken, damit er die Zilli heiraten kann. Herrgott, Kasperl, gib mir Ruhe. Der Bauer heiratet nicht, die Zilli heiratet nicht. Es bleibt alles, wie es ist. Und ein Sepp lässt zueinander laufen in seiner Schand. Also das hätte ich mir von der Zilli auch nicht gedacht. Bei uns läuft keiner in der Schand umeinander. Der Sepp ist ja... Herrgott, ich Trottel. Ja. Halt nur du den Mai, dann ist alles gut. Ja, auf mich kannst du dich verlassen. Ach, der Kasperl ist noch immer da. Na, nimmst Abschied von unserem Hof? Nein, ich warte noch ein bisschen. Auf was denn? Bis sich ein anderer verabschiedet. Wer zum Beispiel? Vielleicht du. Brauchst meinen Platz für einen von deinen 5 Ableger. Du, ich hab das auch nur gut gemeint, gell? Die Leute, die suche ich mir selber aus, von denen ich mir's gut meinen lasse. Die auch, von denen du dich betrügen lässt. Was? Aus mit dir, du Hoderlump, du Falscher! Mit dir mach ich noch keinen Hoderlumpen, gell? Freund, da draußen ist ein besserer. Auslassen, sofort was, aus! Draußen gehst du jetzt. Drop werden auch noch, wenn man euch helfen will. Auslassen, sag ich. Du wirst noch mit denken, wenn da mal ein Licht aufgegangen ist über deinen sauberen Herrn Bauern und über deine Herzallerliebste. Was hast du da gesagt? Da, ich werde mich hüten und noch ein Wort reden. Bei euch ist mir seines Lebens nicht mehr sicher. Viel Teufel, schämt euch! Eins betrügt den anderen und einen anständigen Menschen tanz noch angreifen. Viel Teufel!
Zilli! Zilli! Sepp, lass dich erklären. Erspar das. Mich interessiert jetzt, was die Zilli erklärt. Sepp! Du geh einmal und schau, was wir morgen für ein Wetter kriegen. Zilli! Was willst du? Du, ich komm grad in die Stunderei. Der Kaswurm war da und der Wastel. Ein Wort ums andere. Sagt der Kaswurm auf einmal, mir werden schon noch die Augen aufgehen über meinen sauren Herrn Bauern und über mein Herz aller Liebste. Also, was sagst du dazu? Was der Kaswurm hat von mir? Jawohl, wortwörtlich. Jetzt haben wir ausgespült. Aha, gespült ist worden. Hinter meinem Rücken! Fang mir jetzt nicht so. Angst habe ich vor dir gehabt. Angst, dass du mir davor rennst. Angst, dass es zu viel wird für dich und dass es noch zu früh ist für dich. Und überhaupt, weil du schon so ein Windhund bist, von dem man nie weiß, ob es ihm passt oder nicht. Wenn du glaubst, dass ich jetzt ein Wort verstanden hab. Sepp, ich hab. Angst um mich gehabt, ja, das hab ich gehört. Ich hab geglaubt. Dass es zu viel und zu früh für mich ist, ja, das hab ich auch gehört. Sepp, du bist. Ein Windhund, dem wo hinten und vorne nichts passt, ja, das hab ich auch gehört. Ja, kannst jetzt du nicht einen Augenblick einmal deinen Mund halten? Ja, gut. Wenn's dir leichter tust. Du bist Vater, Sepp. Was hast du gesagt? Vater bist geworden. Ja, sag mal grad. Ich bin Vater geworden. Von dir. Wir zwei haben. Ein Burm. Herrgott, ein Burm. Ja, woher willst du das wissen, dass das ein Bur ist? Aber geh, das sieht man doch. Wo? Ja, er ist doch schon da. Wer? Schau, Sepp, wie ich's gemerkt hab, hab ich's der Bäuerin gesagt. Ja, na das, dass ich's dir nicht sagen möchte. Ja, weil ich nicht wollen hab, dass du dich dann zwungen gefühlt hättest, dass du mich heiraten musst. Und dann hat mir die Bäuerin für 6 Monate zu ihrer Freundin geschickt, zur Aushilfe. Dort hab ich dann das Kind ausgetragen. Und dann hat's gesagt, wenn ich's dir sowieso nicht sagen will. Der Bauer braucht einen Erben. Nur ja, Sepp. Der Burt, den der Bauer für den Seinigen ausgibt, der ist. Der Spatzenschreck! Ja, hat denn die der Ochs bissen? Schenkt die meine Kinder her, als wir, wenn wir es jeden Tag herbauen, kannten wir die Brotlorbeeren. Wo ist der Bur? Keine Stunde bleibe ich mehr auf dem Hof da. Aber Sepp, ererbt einmal den Hof! Freilich, damit einmal die Leute mit den Fingern auf mich zeigen. Und was hat der Kaswurm da vorher gesagt? Mit dir und einem Bauern. Du bist doch das größte Rindviech. Ich hab. Ja, was? Strengt euch nicht an, ich hab einem Sepp gerade alles verzeiht. Dass sein Bub mein Bub ist. Ja. Also jetzt, red schon was wahr. Na ja, der Kaswurm hat mir rausgekitzelt, dass der Bub von der Zilli ist. Und jetzt meint er, dass die Zilli den Buben vom Bauern hat. Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament, jetzt ist aber Schluss. Zilli, auf der Stelle tust jetzt den Burm her und einpacken. Sepp, er erbt von mir. Na, freilich, mein Bub, der erbt von mir. Mach du dir deine Erben selber. Ja, was ist denn da herinnen los? Zilli, auf der Stelle packst jetzt die Sache ein und den Burm her. Sepp, jetzt war mir nicht zum Gespür, der kriegt doch meinen Hof. Freilich, damit einmal die Leute zu mir kommen und sagen, Sepp, ich hätte einen guten Zuboxen. Hast keinen Burm zum Eintauschen. Steck dir deinen Hof an Hut. Sepp, du siehst nicht an, dass du jetzt gehst. Ich bin an allem schuld. Ja, von mir aus sind da alle deine Sünden vergeben. Sepp, bitte sei vernünftig. Wo willst du denn hin mit der Zilli und dem Burm? Das ist meine Sorge. Ja, wo willst du denn hin? Zu meiner Mutter ist Leitbetrüger. Jetzt holt er zu seiner Mutter, wo alle miteinander nichts zum Fressen haben. Gerade weil er sein Dickschädel da durchsetzen will. Jawohl, und damit siehst du, dass du mit deinem Geld nicht alles kaufen kannst, du geschwollener Bauer, du. Ah, streit hier. Jetzt kommt die auch noch daher, schau, dass du rauskommst. Oh. Sepp, tu mir das nicht an. Wenn du jetzt gehst, dann gebe ich mein ganzes Haar an den Kasum und sauf mit dir tot. Dann kannst du mich auf dein Gewissen nehmen. Du hast doch dein ganzes Leben lang noch nichts anderes da als wir gesoffen. Zuerst, wo der vor 25 Jahren deine sogenannte einzige Liebe aus dem Kammerfenster davor geschlafen ist. Und jetzt war ich dran schuld. Du ziehst du meine Familienangelegenheiten nicht durch deine saudumme Goschen, gell? Und du legst meine Familienmitglieder nicht in deine saudumme Drecker, die wirken. Du, da liegt ein bisschen drei drin, wir bei euch Hunger leider. Sepp, bitte, jetzt bleib da. Bleib da, du kriegst meinen Hof. Ich adoptier dich. Ja, hoffentlich bist du in der Krankenkasse. Sepp,
Sepp, gib mir die Adresse von deiner Mutter, ich rede mit dir. Ah, du bist mir zu kriegen, dass ich mit dir über meine Mutter überhaupt rede. Jetzt gib mir die Adresse. Ich heirate deine Mutter. Zilli, komm mir gängen. Jetzt ist nämlich Schluss. Das ist ja kein Bauernhof, sondern ein Lachkabinett. Mir scheint, jetzt ist er gegangen. Ja, du bist doch das größte Rindviech. Ja. Und du kannst jetzt wieder zum Saufen gehen. Das ist das Einzige, was du noch tun kannst. Meter 75. Nein, das geht nicht. Da bring ich meinen Schrank nie rein. Ja, sag einmal, hast denn du so einen großen Schrank, dass du da nicht reinbringst? Hä? Ja, möchtest du bei mir da bleiben, wenn ich komm? Ich schon. Wenn's mich brauchen kannst. Ja, schwach auf der Brust bist du grad einig, gell? Ja, dann ist schon recht, gell? Na, schauen wir halt einmal, gell? Sagst mir's halt dann. Was? Ob's mich brauchen kannst. Ja. 85. Schaffzeiten, ne? 1,75 Meter. So, du bist auch schon da. Dir pressiert's aber. Ja, nur, dass wir nicht wieder einen Zug versammeln, weißt du schon? Du, was ich sagen will. Ja, was? Das wird nicht gehen. Ich bring da meinen Schrank nicht rein. Magst nicht du in die Kammer reingehen? Nein, da ist mir zu klar drinnen. Braucht es so viel Platz? Ja, ich bring halt meinen Schrank da nicht rein. Du bringst deinen Schrank da nicht rein. Rutsch mir doch du mit deinem Schrank einen Puckel runter. Braucht es so viel Platz, dass er jetzt schon anfangen? Nur habe ich nicht übergeben, gell? Das merkst du. Und wenn es dir nicht passt, dann lege ich mich wieder ins Bett, dann kannst du allein zum Apfelkarten fahren. Aber Carmi, ich scheiß da auf dein scheinheiliges Waschgesicht. Kam er jetzt schon daher und da was wegstreiten und da was wegzwickern. Und da vielleicht der Lohn heißen, braucht sie auch gehorzt in der Stumm? Braucht sie so viel zum Essen? Geh mal her. Dann mach ich das einmal. Dreh dich mal gescheit her zu mir. Ja, was ist? Ach, das ist ja ganz schön. Da geh her. Na was? Da drück einmal zusammen. Was soll ich zusammendrücken? Da drück zusammen, das hast du doch gedacht, oder? Wenn ich jetzt zusammendrücke, dann brauch ich da nicht mehr so viel Platz. Hast du das gedacht oder nicht? Cool. Ich krieg dich durch und durch. Und nicht übergeben, fällt mir gar nicht ein. Ich brauch noch viel mehr Platz. Ich will da nicht in das Kammer, gell? Ist schon gut. Ich kann noch selber den Kirn, das merkst du, gell, du? Jetzt hock dich hier, alter Spezi, und trink deinen Kaffee. Da schau her. Helfen tue ich da, einbrocken tue ich da. Geh aus meinem Kaffee raus, du Depp, du, gell? Aber Kolbe, jetzt gehen wir uns schon etliche Jahre. Schau, was willst du denn? Du kommst in den Stühlwall rein, mein Schrank, den stehe ich ganz woanders hin. Und eingeheizt wird und essen kannst, bis euch die Wampen platzt.
Lass gut sein. Lass mir endlich meine Ruhe. Geh zu, geh am Bahnhof, ich komm da schon nach. Aber Kolbi, du kommst fein, gell? Ja, ich komm schon. Siehst du doch, dass ich fertig bin. Also na, in einer Stunde am Bahnhof. Judas, Falsche. Fährst du jetzt zum Übergeben an den Kaiswurm? Ich danke dir für die Ehre, dass du wieder redest mit mir. Aber jetzt fahr ich zum Übergeben. Ist das dein letztes Wort? Mein letztes. Frau, was ist denn? Fährst du jetzt wirklich mit dem Kaiswurm zum Advokaten? Weißt du jemanden, der meinen Hof lieber mag? Nein, aber... Was aber? Ach, nix. Na, also. Dann geh ich ja. Ich küsse Ihre Hand, Madame, und träume es wäre Ihr Mund. Sie sind ja so galant, Madame, und das hat seinen Grund. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Jetzt halt eklig die Guschen. Na, jetzt kommt mir der auch noch grob daher. Wär's bald auskommentiert haben, da herin. Aber in der Zwischenzeit halt's dein Mai, gell? Ja, was konnt ich nie dafür, dass die Zille so blöd ist? Was blöd? Ja, ein Sepp nachlaufen, wie ein kleines Hunderl. Ja, hat denn die das nötig, wo ihr doch der Bauer für ihren Buben den Hof gegeben hätt? Ja, du hättest natürlich den Hof genommen, gell? Klar. Oh mei, mit dem Mannsbilder kenn ich mich aus. Na, das glaub ich dir. Mei, einmal hab ich einen gehabt, einen Eisenbahner. Du, der hat den gleichen Dickschädel gehabt wie der Sepp. Grad immer pfeifen hätte er wollen, wie sein Lokomotiv. Und ich hätte schön brav zittern und fahren müssen, wie der gnädige Herr pfeift. Du, dem hab ich die Schranken runterlassen. Was geht aus mit dem Zugverkehr? Ja, er wäre da frei gehabt, hat mir dir nicht mehr Pfeifen hat brauchen. Also, warum musst du denn den Sepp heiraten? Der, wo nix ist und nix hat. Ja, wegen was denn sonst? Ja, vielleicht wegen der Liebe. Oh mein, in der Liebe lassen sie auch bald noch. Na, am Anfang, da weiß man wenigstens noch, wer man ist. Wenn's winseln und umeinander rennen mit die Froschau. Aber später, wenn sie sich dann gewöhnt haben, dann ist schon nichts mehr. Ja, dann müsstet ihr ja für jede eheliche Pflichterfüllung ein extra Gesuch einreichen. Drum sage ich, Schranken runter, bevor es zu spät ist. Oh, mein Mädel, bei dir hat unser Herrgott schon lang die Schranken runterlassen. Oh. Jetzt schau, dass der Küchen auskommst, pass auf die Mille auf und zieht Kartoffeln zu. Ja, geh ja schon. Ist er schon gegangen? Ist schon gegangen. Wirklich auf Bahn? Mit dem Sonntagsgewand und einen Regenschirm hat er auch dabei gehabt. Nachher übergibt er heute. Ein Kaiswurm. Grüß Gott beinand. Grüß Gott beinand. Grüß Gott. Das ist meine Mutter. Ja, müssen schon entschuldigen, gell, dass wir so hereinplatzen. Aber jetzt habe ich ja unbedingt selber kommen müssen. Ja, was meinet, wie ich geschaut habe? Leute jetzt bei mir an der Tür.
steht auf einmal der Sepp draußen mit seiner Braut und halt mir ein Kind entgegen. Gell? Ich habe von nichts eine Ahnung gehabt. Geschaut habe ich da noch mehr, wenn mir der Sepp alles erzählt hat. Es war bloß ein Glück, dass er zuerst zu mir gekommen ist. Gell? Hätte die Schönste durcheinander gegeben. Ich habe Ihnen nämlich auch so einiges zu erzählen. Sie da werden schauen. Sie entschuldigen schon, wenn ich mir ein bisschen niederhock, gell? Weil es dir mit Haxen weh. Ach mein Gott, der Weg vom Bahnhof darauf ist aber auch wirklich greislich. Geht sicher oft das Viech drüber, he? Weil solche Löcher drin sind. Ich glaube, dass ja direkt die Haxen brechen. Wissen Sie, ich bin es halt gar nicht mehr gewöhnt, solche Wege, gell? Ja, früher hat mir das auch nichts ausgemacht. Kennen Sie mich nicht mehr, gell? Ja, ja, 25 Jahre verändern einen Menschen. Na, Herr Schwindner, sind Sie auch ein bisschen dicker geworden, ha? Na ja, ich gib's zu. Ich komm heute auch nicht mehr durch ein Kammerfenster. Zinzel! Ja, gibt's denn dieser? Ja, das gibt's. Zinzel, grüß dich. Grüß Gott, weißt du. Sie haben ihn nicht verändert. Mara und Josef, warum hast du nie ein Wort gesagt? Ich hab's doch selber nicht gewusst. Nein, er hat's wirklich nicht gewusst. Wissen Sie, das ist eine lange Geschichte. Ja, ja, da muss ich weit nach rückwärts greifen. Mögen Sie eine Tasse Kaffee? Da redet sie sich leicht. Oh ja, Tasse Kaffee. Da war ich noch sehr dankbar dafür. Ich bin ganz ausgetrocknet von dieser langen Fahrerei. Moment, ich mach ihn gleich wieder warm. Ja. Was ein aufgewärmten Kaffee. In dem Haus hat sich nichts geändert. Ja, Zinzel. Entschuldigung schon, Frau Schweiger. Na, na, sagen Sie noch weiter Zinzel zu mir. Denn dafür, dass ich bei euch früher das Zinzel war und heute die Frau Schweiger bin, also dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Um Gottes Willen nicht. Ja, jetzt ist das Zinzel, also die Frau Schweiger, die Mutter von Sepp. Mein, mir ist ganz dämisch im Kopf. Das war es ja noch früher auch schon. Wart nur, dir wird es heute schon noch dämischer werden. Ja, noch viel dämischer. Ach, da ist der Kaffee. So, da ist der Kaffee, Frau Schweiger. Dankeschön. Jetzt lassen Sie ihn schmecken. Haben Sie hoffentlich keinen Zucker hineingetan? Na, den habe ich vergessen. Ja, Gott sei Dank. Wissen Sie, ich nehme nämlich gar keinen Zucker. Das Kinder sind ja gleich merken. Zucker macht dick. Ja. Wissen Sie, ihr habt eine Freundin, gell? Die hat ja so zu leiden, unter ihrer Fülle. Die kommt ja gar nicht mehr in den Kasten hinein. Ja, was macht denn die im Kasten? Wissen Sie, die Soufflöse. Was ist sie? Soufflöse. Wissen Sie nicht, was das ist, gell? Das kann ich mir denken. Also hören Sie zu. Beim Theater, da ist vorn so ein großer Kasten. Und da sitzt sie immer drin, wenn gespielt wird. Hat aber sehr wenig Bewegung, gell? Ja, was machst du denn da drinnen? Ja, die muss immer aufpassen, dass alles richtig gemacht wird. Und wenn einer von den Schauspielern nicht mehr weiter weiß, dann sagt sie es ihnen. Ja, dann ist sie ja was Heeres. Ja, was glaubst du? Also, eine gute Soufflöse ist das Wichtigste beim Theater, aber wenig Bewegung hat. In dem Kasten? Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dass er noch weiter erzählt. Da hat ja ihm einer von den Schauspielern gesagt, sie soll doch, wissen schon, gell, wegen ihrer Fülle keine Zucker mehr nehmen, sondern nur noch Süßstoff. Schauen Sie, ja, das ist das da. Da tun Sie ein Kugel davon in den Kaffee hinein, rühren ihn um und alles ist süß und macht nicht dick. Nehmen Sie das schon länger? Ja, 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 schon über ein halbes Jahr. Nutzt aber nichts, was? Wie viel ich schon abgenommen habe. Ach so, sie war nur dicker. Ja, übrigens, Frau Schwindner, wo ist denn eigentlich Ihr Sohn, der Herr Schwindner? Ja, wissen Sie, Frau Schweiger, mein Sohn und ich, wir kommen gar nicht mehr gut zurecht miteinander seit der Geschichte. Um Gottes Willen, das braucht's doch alles nicht. Es ist doch alles in schönster Ordnung. Ja, in Ordnung ist schon, aber in keiner guten. Glauben Sie mir's nur. Lassen Sie mich nur machen. Ja, Sie wissen ja die Hauptsache noch gar nicht. Frau Schweiger, ich weiß nur so viel, dass mein Sohn heute mit den Nachbarn in die Stadt reingefahren ist zum Advokaten. Und jetzt übergibt er einen Sohn, einen Kasper an den Hof, ja, oder? Ja, wann ist er denn da schon gefahren? Ja, mit dem halben Zwölfe Zug. Ja, da muss was geschehen. Was tun wir denn ja, da? Du,
Vielleicht kann man telegrafieren. Nutzt nichts, der hat sich nichts mehr drehen lassen. Ja, weißt denn du nicht die Adresse von dem Advokaten? Ist schon zu spät, ich hab ihn nicht mehr aufhalten können. Aber ich kann ihn aufhalten. Das glaube ich nicht, Sepp. Ich werde mir doch nicht meinen Hof verschenken lassen. Ja, bist denn du verrückt? Na, aber sei Bub bin ich. Jetzt spielt die auch schon. Aber weißt du, versteh doch, ich bin ein Bauer, sei Bub. Und das da, das ist meine Mutter. Ja, Frau Schweiger. Ja, wie sie damals beim Kammerfinstern aussehen. Da hat's mich schon dabei gehabt, jawohl. Und in der Zwischenzeit übergibt mein ahnungsloser Vater mein Hab und Gut. Ich wär narrisch. Ja, Herrgott, lasst uns den der Teufel gar nicht mehr aus die Bratzen. Jetzt geht da alles gut sein. Jetzt hat der Bauer so eine fluchtbare Vergangenheit. Man kann sie ja nicht sagen. Ja, weißt denn du nicht die Adresse von dem verflixten Advokaten? Ja, wenn wir die Adresse nicht kriegen, ich zieh da so, bevor es der Kasperl kriegt. Ich geh jetzt zu. Aber nein, weißt du, nur langsam. Das braucht's doch gar nicht. Passt mal auf. Die Frau Käswurm. Ja, die hat doch sicher diese Adresse. Weißt du, am besten wird sein, Sie laufen sofort zu Frau Käswurm rüber und sagen Sie, der Bauer hätte das Grundbuch vergessen und Sie müssen sie nachbringen. Siehst du das, Wastl? Da können wir alle zwei noch Politik lernen. Also sowas von Politik war noch nie da. Und ich laufe jetzt schnell zum Doktor rüber. Der soll uns mit dem Auto hier fahren. Ja. Kind Zilli. Ja. Ich passe inzwischen schon auf mein Enkelkind auf. Ja? Ja, liebe Frau Schweiger, warum haben Sie ihn denn nicht früher gemeldet? Jetzt ist es spät. Gemeldet? Gemeldet hätte ich mich überhaupt nicht. Das hätte schon mein seliger Gatte nicht zugelassen, dass ich mich gemeldet hätte. Ah, er hat's gewusst. Freilich. Der war mir ja sicher. Sicher? Ja, den habe ich schon gekannt, bevor ich zu Ihnen hergekommen bin. Naja, damals war er noch Schneidergeselle, wissen Sie. Sind Sie aber nicht bei ihm geblieben? Na, mein Gott, der hat ja nichts gehabt, gell? So. Er hat immer nur so Gedichte auf mich geschrieben. Aber da hat man ja nichts davon. Aber ich dann bei Ihnen gemerkt habe, dass Sie nicht das richtige Verständnis haben für die Verehrung, die mir Ihr Sohn entgegenbringt. Haben Sie ihn wieder an die Gedichte vom Schneidergesell erinnert? Na, das nicht. Aber er war ja inzwischen Meister geworden und hat ein eigenes Geschäft gehabt. Und da hat er einen mit Sampenkind genommen? Ja, freilich. Der war froh, dass er mich überhaupt gekriegt hat. Der wird schon gewusst haben, was er an mir hat. Das kann ich mir vorstellen. Mein Gott. Wissen Sie, er war ja so ein feiner Mensch. Zehnzer, hat er gesagt. Zehnzer, da stellen wir uns gar nicht hin. Da bist du mir viel zu gut dafür. Ja, und dann hat er noch vor der Hochzeit das Kind beim Notar auf seinen Namen schreiben lassen. Alle Achtung. Ja, ja. In solchen Sachen, da war er sehr handsam. Und dann haben wir es ja auch nicht nötig gehabt, Gott sei Dank. Ja, aber Frau Schweiger... Ist auch besser, wenn man sowas gleich richtig steckt, gell? Nicht, dass Sie wieder ein falsches Verständnis für mich haben. Aber ich bitte Sie, Frau Schweiger. Nicht, dass Sie glauben, ich habe den Sepp bloß hergeschickt, weil ich auf Ihren Hof spitze, gell? Das sag ich Ihnen gleich. Auf Ihren Hof habe ich noch nie nicht gespitzt. Das haben wir auch... Ich habe den Sepp bloß hergeschickt, weil mir gedacht habe, dass jetzt jemand fehlt am Hof. Na, wissen Sie, ich bin halt so ein Mensch, gell? Ich hab mir gedacht, wenn der Herr und Frau Schwetter dich früher nicht so richtig geschätzt haben, macht nichts, nichts nachtragen, das hast du ja Gott sei Dank nicht nötig. Vielleicht erweist ihnen jetzt einen Gefallen, wenn du auf den Sohn aufmerksam machst. Ja, Sie wissen ja gar nicht, was für einen Gefallen, dass Sie uns da haben, Frau Schweiger. Aber zu spät sind sie gekommen. Ich weiß, du. Das ist er doch. Wir hängen am Prozess und du Hoderl und du. Siehst du noch gescheit? Ich hab da bloß einen Spaß gemacht. Ja, Spaß, der wird dich da jetzt am Steg kommen, gell? Das ist eine Beamtenbeleidigung, gell? Du spielst ja, ich hab dich durchaus nicht beleidigt. So, wenn du sagst, dass unser Feuerwehr ein Durchstrichverein ist, was? Der wird zum Feuerlöschen nicht mehr wegkommt. Du, ich hab durchaus nichts gesagt auf dich, gell? Aber auf unserer Feuerwehr. Und ich bin 12 Jahre Hauptmann von unserer Feuerwehr. Ich bin ein öffentlicher Beamter, das merkst du, gell? Ein Dreck bist, du wärst nicht zahlt dafür. Wer zahlt wird, den kannst du vielleicht beleidigen. Aber ich bin ein freiwilliger Beamter, gell? Eine freiwillige Beamtenbeleidigung gibt es nicht. So, auch jeder Beamte ist zum Beleidigen. Und ein Freiwilliger schon gleich zweimal, gell? Und ich hab mir gedacht, ihr seid schon lange in der Stadt drin beim Advokaten. Na was? Am Bahnhof bin ich umgestanden wie ein Ochs. Und wo war er? Beim Wirt drin im Feierstüberl bei der zweiten Masse. Da schreit er mich noch an, dass er wegen meiner seine Spritzenübung bald vergessen hat. Wegen dir werde ich meine öffentlichen Pflichten nicht versäumen, das merkst du, gell?
auf einmal. Du, die Spritzenübung war ohne dich genauso gut gegangen. Und überhaupt ist das eine faule Ausrede. Kurvi. Ausrede? Ja. Ich brauch keine Ausrede. Kurvi. Und von dir schon gleich gar nicht, gell? Das ist wer da? Grüß Gott. Und was sag ich dir, gell? Solange ich dir nicht schrei, dass ich übergeben will, will ich dich da nicht mehr sehen, gell? Da hat er da schon meine Kammer ausmessen, der Erbschleicher, der Kreislige, der. Hallo? Aber Kurvi, das. Ja, da kenn ich doch. Oh ja, mich kennst. Herrschaftszeiten. Beim Kammerfenster kannst du halt auch nicht mehr rauskraxeln. Ja, ja. Ich glaub, du darfst mit dem Einkraxeln auch ein bisschen hart, hä? Ja, gibt's denn das auch? Ja, das ist doch die Zenzi. Grüß dich, Gott, Zenzi. Grüß Gott, Herr Käswurm. Sag mal du, was willst du jetzt da? Vor 25 Jahren bist du davon und jetzt kommst du her. Ja, jetzt ist es spät. Ist das Maria? Hat immer schon am gröbsten dahergekriegt, wenn ihm gar nichts anderes eingefallen ist. Du, hörst du, kannst nicht davon reden brauchen. Ich hätte die Geschichte schon richtig gestellt. Gell, Mutter? Ja, freilich. Na ja, wenn du damals da geblieben wärst, dann war jetzt ein Nachfolger auf dem Hof. Und ich darf nicht allein da sitzen. Ja, deswegen ist sie ja da heute. Was soll mir vielleicht mit ihrer Wettmütter von vorne anfangen? Nein. Fangt halt gleich mit der silbernen Hochzeit an. Nix da, vor 25 Jahren ist davon und die Leute haben über mich gelacht. Jetzt will ich nicht, dass sie wieder über mich lachen. Kurvi, um Gottes Willen. Jetzt lassen Sie halt bitte mal mich reden, ja? Was, die? Ja, mich, die Frau Schweiger. Wer? Die Zenzi hat geheiratet und heißt jetzt Schweiger. Da haben wir's. Mir ist vor 25 Jahren davon, sie hat einen Schweiger geheiratet und was hab ich? Einen Dreck hab ich. Ich bin doch wegen meinem Sohn da. Was, ein Buben hast du noch? Ja, da sieht man's wieder. Der Schweiger hat von dir einen Buben gekriegt und was hab ich? Nix hab ich. Den hat's du doch heute wiedergebracht. Nein, ich nehm keinen Buben mehr. Ich glaub mit dem Dänigen. Ich adoptiere keinen Buben nicht mehr und einen vom Schweiger schon gleich gar nicht. So, was? Wir fahren morgen zum Applikaten und ja, machen alles richtig, wie wir es ausgemacht haben. Ja, ich frage aber zuerst, ob es nicht wieder eine Spritzenübung ist, gell? Ja, der Sepp was? Ist Ihr Bub, unser Sepp. Was, der Sepp ist ja, Ihr Bub? Ja, bitte, Korbi, lies doch das einmal. Was soll ich lesen? Vielleicht kennst du dich dann aus. Geburtschein. Im Jahre 1925 wurde ich in Neuenburg am 26. September nach katholischen Ritus getauft. Josef Sebastian Matthias Hieronymus, ewiger Sohn des Josef Schweiger, Schneidermeister in Neuenburg und der Crescentia, geborene Schopf. Schopf? Schopf? Ja. Ach so, du warst der Schopf, Herr Freilich. Hab ich geheißen, da. Jetzt kannst du das auch noch lesen. Was ist denn? In meiner Kanzlei erscheinen heute Schweiger Josef, Schneidermeister und die ledige Schopf-Crescentia. Letztere erklärt, gesegneter Hoffnung zu sein und verweigert die Angabe des Vaters. Herr Schweiger verpflichtet sich urkundlich dessen freiwillig bereit, die ledige Schopf-Crescentia zu ehelichen und das Kind am Kindesstatt anzunehmen. Ha, freiwillig. Ja, freiwillig. Freiwillig. Ja, da ist er ein Sepp sein Vater, gar nicht sein Vater. Ja, aber natürlich ist ein Sepp sein Vater sein Vater. Ja, aber da herin steht doch, dass ein anderer für ihn einen Vater machen muss. Ja, aber der andere Vater ist ein Sepp sein Vater. Ja, Herrschaftszeiten, das sag ich doch. Ja, und wer ist denn der Vater? Ja, Zenzi. Mit was für einem bartzweichen Jammerlappen hast du den da wieder gelassen? Da, wo ein anderer einen Vater machen muss, Herr. Nein. Ich hab's ja ganz politisch gefragt. Ah, lass mich aus mit deiner Politik. Du wärst schon so saudum dahergeredet haben, dass was gespannt hat. Sie weiß die Adresse nicht. Auch. Aber da ist er ja, der Bauer. Hast du ihn schon übergeben? Weißt du, bei den Abverkatten? Ah, seid's wieder da? Habt ihr ein ungewisses Pflanzer auch dabei, das einen fremden Blumentopf braucht? Blumentopf, Pflanzer? Was meint er denn? Spannst du das, warum die gekommen sind? Die brauchen für das Pflanzerl einen neuen Blumentopf. Was, dir Blumentopf? Ja. Na, Schnecken, nix ist. Blumentopf, Schnecken, was spinnt er denn? Psst, du, ich sag das gleich, lass dich nicht einwickeln, gell? Nur was. Ja, grüß dich, Sepp. Grüß dich, Ziri. Ah, da liegt er ja schon drin in meiner dreckigen Wirren. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich euch dreimal mal sich. Wo du mir gestern die Tür von meinem Lachkabinett so zugehört hast, so saugrob. Oder ich wär was liebst von mir gesagt. Weil ihr wieder da seid, soll ich.
Nein, um einen Rat bin ich gekommen von dir. Was ich machen soll mit meinem Vater. Weißt du schon, den Bart zu werfen Jammerlappen. Den Rat kann ich dir geben, Sepp. Und dir auch, Zinzi. Vor einem Menschen, der sein Kind hier schenkt und wo ein anderer Vater dafür spielen muss, da mach ich es nur so und sag, Schande, du Bart zwei Herr Jammerlappen. Richtig. Was? Schande, du Bart zwei Herr Jammerlappen. Na, Corbin, ich hoffe, dass ich dir heute mit unserem Sohn in deiner Verlegenheit ein bisschen unter die Arme gegriffen hab. Aber nicht, dass du glaubst, ich will was von dir. Um Gottes Willen, das habe ich ja Gott sei Dank nicht mehr notwendig. Aber das glaubt doch keiner. Lass gut, Ätzeli. Ich weiß schon, dass man mit Leuten, die was haben, vorsichtig sein muss. Weil sie immer meinen, man spitzt auf einen Geldsack. Aber Frau Schneider, so viel haben wir, Schweiger, so viel haben wir mehr auch nicht. Aber so viel haben sie schon gehabt, dass ich in einer Schwiegertochter nicht gut genug war, gell? Hat mir sehr weh getan damals. Naja, aber wie ich dann Geschäftsfrau geworden bin und zu der besseren Hot Volleux aufgestiegen bin, gell? Wo bist du aufgestiegen? Zur Hot Volleux. Ah, ist ein heuerer Berg, warst du nicht, gell? Mit ganz höher stehenden Augen an. Ah. Ich hab mir gedacht, schickst den Sepp wieder dahin, wo du her hast. Gell? Und am Ende gehört der Fleisch und Blut zusammen. Vielleicht brauchst du jetzt doch einen Erben. Na, ist er der Sepp mein Bub. Und ich bin sein Vater. Seit 25 Jahren. Jetzt geht mir die Beleuchtung aus. Ja, mir ist aber auch die Beleuchtung ausgegangen, bis du mich zur Mutter gemacht hast. Ja, und jetzt ist es ausbissen habt's. Lass gut sein, Sepp. Das tragen wir gar nicht nach. Das haben wir ja Gott sei Dank nicht notwendig, gell? Ich glaube, der Korbi wird schon zu schätzen wissen, dass ich ihn jetzt zum Vater gemacht habe, gell? Zum Großvater. Freilich wissen wir es zu schätzen. Aber Bayern wird ein bisschen eingeschnappt sein, Frau Schweiger. Warum? Ja, die haben es doch jetzt zur Urgroßmutter gemacht. Du Deut, du Sau Dumme. Ich muss jetzt eine Küche raus und nach dem Essen schauen. Warten Sie, warten Sie. Ich möchte mir gerne meine Portion selber herrichten, wenn es recht ist. Ja, wissen Sie, ich nehme nämlich kein Salz, nur Zitrussalz. Ja, ich habe mir den keinen Zucker. Na, no, auch kein Salz. Das sind schon wegen meiner Fülle, gell? Ja. Da wissen Sie, mein Freund. Siri? Ja? Großvater. Gewöhnst du schon noch? Schwiegervater. Geh, du schaust, wie wir avanciert sind. Von Urenkel bis zu Urgroßmutter haben wir alles benannt. Mit dem Stammbaum sind wir direkt staatspolitisch wertvoll. Gratuliere dabei, Corby. Danke, Schicksal. Und was ich noch sagen will. Was denn? Übergeben tust du ja jetzt nicht mehr, oder? Nein, jetzt nicht mehr. Das habe ich mir schon gedacht. Fertig, auch, Corby. Fertig, Saufall. Bauer! Was ist denn? Dein Hut. Sag einmal, wer redst denn du eigentlich mit mir? Ja, so wie immer halt. Jetzt ist es aber anders. Ich bin immer der Bauer für dich. Ich bin der Vater. Ach, das ist mir zu dumm. Ich kann doch nicht von heute auf morgen Vater zu dir sagen. So, das geht ja schon gut los.
Jetzt verweigert mir der am Anfang schon die einfachsten Kindespflichten. Auf der Stelle sagst du jetzt Vater zu mir. Also gut, Vater. So ist es recht, Bub. So hast du Glück gehabt. Weil wenn du jetzt nicht Vater zu mir gesagt hast, das wäre der schönste Tag in meinem Leben gewesen. Wieso? Weil jetzt als Vater darf ich da nicht schmieren. Geh weiter, geh mal.